Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974 und wir sind immer noch bei Pitfall 2, bei der spannenden Ballonfahrt und ich versuch's jetzt. Ich hab's geschafft! Ich bin der Größte. Nein, ich bin, glaube ich... Ich sollte einfach die Schnauze halten, glaube ich. Ich glaube, das ist ein absolutes Gesetz der Let's-Player-Szene. Das ist Murphy hoch 5. Immer wenn man groß anhängt, alles easy going, das mache ich mal eben kurz aus dem Handgelenk, das mache ich mit dem Fußknöchel, kriegt man so ein in die Weichterreile, so ein in die Bauchgegend, dass einem Anführungszeichen die Kotze hochkommt oder dass man in seinem eigenen Blut erstickt. Ja, ich echauffiere mich gerade. Der tut was? Pervers. So, schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Ich meine, ich muss ja eigentlich nur gucken, dass ich nicht in... Boah, war das wieder knapp. Also, ich meine, das ist spannend, ohne Frage, aber... Ne, muss ja nicht. So, jetzt haben wir... Gehst du wo auf die andere Seite? Also, wir sind... Sag mal, hast du einen Knall oder was? Sind die gentechnisch verändert? Oder sind die schon Kandidaten für Verhaltenstherapie? Lass die Antibiotika aus dem Essen. So, jetzt wird's spannend. Jetzt muss ich irgendwie auf die andere Seite. Jetzt könnte ich natürlich, wenn ich ganz schlau bin... Das kann ich nicht, ne? Ich glaube, das klappt nicht. Wir gucken mal, ob wir da irgendwo hinkommen. Aber ich glaube, wir gehen jetzt erstmal wieder baden. Das sieht so aus, ne? Tja. Sie gehen schön an allem vorbei. Das ist gut. Und in dem Meer waren wir ja noch nicht. Das Meer voller Tränen. Das ist natürlich für mich vielleicht wieder eine Chance, ein wenig eine Community-Aufgabe zu stellen. Ich habe ja immer nach den Klonen gefragt. Was ist denn so das... Fangen wir an mit der Atari-Frage. Was ist denn so der böseste Klon, den sie auf dem Atari 2600 kennt? Aber was ist auch so der böseste Klon, den ihr sonst irgendwo kennt? Es gibt ja so viele Flash-Remakes und so. Teilweise ein paar Sachen, die echt interessant sind. Teilweise... Jetzt verliere ich nicht nur mein Sprachzentrum, sondern... Wie mache ich das denn jetzt? So, mache ich das. Haha! David! Ich zeig dir, David Crane, ich zeig dir, wie ich dieses Spiel meistere. Und danach reif bin für eine Verhaltenstherapie. Nein, also entscheidet mal einfach, was für euch der bösartigste Klon war, wo man sich auch wirklich aufregt. Wo man auch wirklich sagt, das kann's nicht sein, das darf auch nicht sein. Vielleicht hat ja irgendeiner meinetwegen, was nehmen wir so, einen All-Time-Hit. Vielleicht gibt's ja einen ganz bösen Doom-Klon, den selbst ich nicht mal kenne. Hallo, machst du mir meinen Ballon kaputt? Machst du mir mal... Hallo? Du? Oh. Ihr kennt das doch, ne? Das ist ja in den meisten Spielen. Die Flittermäuse gehen euch ja ganz gewaltig auf den Sender. Und bevor einer das wissen will, ja, tun sie ja auch. Warum ist das eigentlich noch eine Rasse, die nicht vom Aussterben bedroht ist? Hallo? Hallo? Danke. Wo bin ich denn jetzt? Aha. Das sieht mir sehr nach... Wo bin ich denn jetzt? Aha. Aha. Interessant. Soll ich hier sein? Das sieht mir irgendwie so nach dem zweiten Türmchen aus. Darf ich hier sein? Muss ich hier sein? Klar, da komme ich dahin. Das ist mir schon klar. Aber ich bleibe jetzt einfach mal... Hahaha! Jetzt, wo ich es nicht erwarte, habe ich es geschafft. Ach du meine Fresse. Schön, dass ihr mich hier mit allem möglichen Zeug tyrannisiert. Das finde ich gut. So. Dann will ich mal... Kommt der von links? Natürlich kommt der von links. Das schaffe ich ja wahrscheinlich noch weniger. Das war ja schon mal Versuch 2. Alle guten Dinge sind? Nein, natürlich sind sie das nicht. 4. Das will ich hier. Auch das übrigens. Keiner möchte mich singen hören und keiner möchte mich reimen hören.
Da war ich. Gut. Gut, 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 gut. Wir gucken mal, dass wir dann die nächste Etage... Das ist auch toll, ne? Springen immer am Ball vorbei. Vielleicht sollte ich irgendwie Bundesliga-Torwart werden. Hab zwar nicht so... Werd wahrscheinlich keine große Karriere machen, aber... Sicherlich ist das eine gute Comedy. Das war schon mal gut. So, den haben wir. Den anderen hatten wir auch, ne? Den von ganz unten. Klar, den hatten wir. Ich weiß gar nicht, ob man das so... Ist das ein Glitch, was ich hier tue? Ich weiß es nicht. Ich meine, es geht ja. Hallo? Boah. Links! Links! Herr Kollege! Links, 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 links! Oh, nö, ne? Natürlich. Und ab ins Meer. Unter dem Meer. Da, wo der Harry im Wasser. Und selten am Strand. Und so. Ja, also sehen wir wieder das, unseren Checkpoint. So. Wir waren jetzt bei Stock, also bei Plattform 3, ne? Tja. Ich würde jetzt einfach mal sagen. Ich mache jetzt nicht Hauptsache, dass ich jetzt nicht irgendeinen Scheiß mache. Gut. Wenn ihr das seht, kann ich das wahrscheinlich eh nicht mehr ändern. Ich kann natürlich auch nochmal 17 Mal ins Meer springen. Ich kann es aber auch lassen. Weil im Meer, ne? Da ist es meistens so schwer. Da gibt's einen Bär. Oh, Bär. Oh Gott. So. Ballon. Besuche mich. Ballon. Besuche mich. Ballon. Besuche mich. So, das ist Stufe 1. Stufe 2. Stufe 3. Das hat ein bisschen auch was von Pädagogik, ne? Oder soll ich so ein bisschen Grafzahlen machen? 4! 4! 4! Fledermaus! Danke! So, da ist nichts. Also sage ich jetzt einfach mal, ich gehe dann ganz nach oben. Ey, warum? Ich kann doch beim ersten Mal stehen bleiben. Ich kriege den auch beim ersten Mal eh nicht. Ich kriege den auch beim zweiten Mal nicht. Es werden Wetten angenommen. Ich kriege es auch beim dritten Mal nicht. Sie ist die Zahl 4. 4. Ja klar, heißt ja auch 4 gewinnt. Oder die fantastischen 4. Wer bist du denn? Ich könnte jetzt ganz böse Witze machen. Ist das... Soll das eine Frau darstellen? Egal, eine Frau gibt Punkte. Lass ich auch mal so einfach unkommentiert. Ist bestimmt auch irgendwas, wo es einen Artikel in der Cosmopolitan zu gibt. So, da ist ein Checkpoint. Das heißt, dann haben wir das hier auch alles. Joa, jetzt frage ich mich allerdings, wie komme ich denn wieder nach unten? Muss ich tatsächlich klettern, was? Ja. Ich vermute, da unten ist Wasser. Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig. Mach uns den Messner, Harry! Mach uns den Messner! Falls einer noch kennt, ne? Harry, holt mal den Wagen. Ha! Ha! Ne? Wegen Harry und, ne? Oder vielleicht kennt einer von Otto noch Harry Hirsch. Ich weiß, jetzt gehe ich so in die Witzeabteilung der tiefen 80er. Wenn ich so bei Phipps Asmussen gelandet bin, dann erschießt mich bitte. Und nicht nur virtuell. Ich weiß, jetzt gucken die Ersten, sagen, wie, das geht auch in echt? Ja, das geht auch in echt. Oh, da ist Ende. Da ist Ende. Da ist Ende. Also, da ist Wasser. Ah, bin durch. Checkpoint. Gut. Hier gibt's keinen Ballon, ne? Wo bin ich da denn jetzt? Bin ich jetzt zu weit? Ich weiß, da erstmal schon wieder was zum Mitnehmen. Einmal den McNugget. So, jetzt haben wir wieder einen Goldbarren. Das macht immer gute Laune, auch in echt. Wenn ihr einen seht, nehmt mit. Gar nicht schaden. Wie mache ich das denn?
Ach, mach ich so. Okay. Okay, okay, okay. Da geht's nur so lang. Ich bin hier aber auch richtig, ne? Habe ich gerade... Okay. Muss ich jetzt wahrscheinlich so rum, ne? Ich überleg gerade mal. Jetzt überlege ich gerade mal wirklich. Ich muss ja noch da eigentlich die ganzen Dinger abräumen. Aber wir haben es ja eigentlich gesehen, ne? Da war ja nichts. Nee, da war auch nichts. Aber wir sind ja auch eigentlich schon recht weit. Das ist tatsächlich dann, ich bezeichne ihn mal als Skorpionstachel. Also eigentlich ist mir mein eigenes Horoskop sehr sympathisch, aber irgendwo sind auch Grenzen. Ich glaube, wir sind einfach in einem Punkt der Partnerschaft angekommen, wo wir reden müssen. Ja, die meisten Männer lachen jetzt. Und die Männer, die es nicht verstehen, werden es irgendwann verstehen. So, da ist wieder Batman. Boah, jetzt habe ich mal eine Serie. Och, da kommt der nächste. So, und ach, nochmal. Ich kann aber mein Glück kaum... Und nochmal. Ach du meine Güte. So, den Goldbarren haben wir. Jetzt hätte ich gerne auch irgendwo noch einen Checkpoint. So, da haben wir ja gesehen, da ist nichts, ne? Das ging auch nicht weiter. Ne, gut. Also da, ab nach oben. Das schaffe ich. So, da ist nichts, was mir gefährlich werden kann. Das ist okay. Ich hätte gern irgendwo einen Checkpoint. Ich hätte auch gern irgendwo eine Fledermaus. Das war sie. Das war Betsy, die Fledermaus. Ich mag sie nicht. Und wenn sie vom Aussterben bedroht ist, dann zu Recht! So, wir machen den Weg nochmal. Wir kennen ihn ja noch gar nicht. So, so, dann machen wir es nochmal. Und wir gehen nochmal drauf. Ich glaube, jetzt sind wir an der Stelle gekommen, die, glaube ich, auch damals so unglaublich viel Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, wir sind am Ende. Also, ich meine, ich sowieso, aber... Da kommt nicht mehr viel. Ich glaube, da oben ist dann schon das Ziel. Also Prinzip das, wenn ihr euch noch an die ersten Folgen erinnert, da wo wir runtergingen, da gehen wir jetzt wieder rauf. Tja, wenn das nicht ein Zeichen des Lebens ist, ne? Es geht runter und dann wieder hoch. Tja, alles endet mit einem Knall irgendwie. So, das habe ich gesehen. So, das geht. Ich könnte natürlich auch erstmal auf Nummer sicher gehen und mir versuchen, einen Checkpoint zu holen. Ich könnte aber auch jetzt heldenhaft sagen, weißt du was? Was du kannst, kannst mich schon lange. So, hier waren wir. Da war gerade nichts links, also gehe ich jetzt dahin. So. Ich hätte gern einen Checkpoint. Da ist natürlich keiner. So, der geht dahin. Das ist okay. Den tauche ich weg. Da ist schon wieder ein Goldbarren. Den nehme ich. Das ist der Ring. Scheißenkacke. Ich sehe was. Ach, darüber rege ich mich aber in der nächsten Folge auf. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und ich weiß... Was los ist. Scheibendreck. Abonnieren, kommentieren, bewerten. Ne? Ihr kennt den Drill. Wir sehen uns in Folge 4. Ciao.